Hätte mir jemand vor 2 Jahren gesagt, dass wir mal sowas bei uns stehen haben, hätte ich mich ausgelacht. Aber es ist da. Genau, für den einen oder anderen, der auf der Suche nach einem Schnäppchen ist, Winterzeit, schwarzer Freitagzeit. Da war meine Bank. Hi, Markus hier vom Fahrgestell Fitbikes mit einem random Video aus dem alten Standort München-Berg am Laim. Wir wollen euch mit dem Video einfach mal ein paar Dinge zeigen, die wir neu bekommen haben, ein paar Themen, die uns gerade beschäftigen. Und wir fangen an mit dem Thema, mit dem Video, was ich letzte Woche gemacht habe, mit meinem Smartphone zum Thema, was ist der nächste Schritt von Fitbikes, ja? Und erstmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle für eure zahlreichen Kommentare. Wenn man sich die Views, die Kommentare anschaut, waren es ganz viele Kommentare und vor allem auch viele E-Mails. Ja? Ihr habt ja richtig meinen E-Mail-Posteingang geflutet. Wir werden was machen. Wir werden uns natürlich im Jahr 2020 auf die beiden Läden hier in München konzentrieren. Aber es wird auch etwas anderes kommen oder was parallel dazu etwas kommen. Aber ich sage an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für den zahlreichen Input. Ja, es ist absolut angekommen, was ihr sozusagen vermitteln wolltet. Und das werden wir jetzt also nach und nach verarbeiten. Ja, ich habe auch bewusst keinen Kommentar kommentiert, weil ich war am Wochenende nicht da und wollte aber auch die Zeit haben, um auch auf die Kommentare drauf einzugehen. Also erstmal an dieser Stelle vielen Dank. Dann fangen wir jetzt mit dem ersten Highlight an und bauen wir so nach und nach auf, oder? Wir gehen einfach mal hier los. Sorry für die Lichtverhältnisse und für das Gewackel. Licht können wir ändern, das Gewackel ist der Basti. Und zwar sind wir jetzt Riese Müller Händler und wir haben das erste Load hier als Vorführrad. Das ist nicht das erste Load, was wir verkauft haben. Wir haben schon mehrere verkauft, seitdem wir Riese Müller Händler sind. Aber das erste Load, um genau zu sein, Load 60 ist jetzt da. Alle Münchner sind gerne eingeladen, vorbeizukommen. Hier im Berg am Laim steht ein Load 60 und in Thalkirchen wird ab nächste Woche ein Load 75 stehen. Das ist dieser Abstand hier vorne. Das könnt ihr gerne anschauen, ausprobieren, testen. Ihr könnt schauen, wie es ist mit so einem langen Ding da vorne. Und von daher könnt ihr das gerne fahren, ausprobieren, testen. Dafür ist es da. Es ist nicht dafür da, dass wir es jeden Tag anschauen können und jeden Tag raus und reinfahren, sondern es ist dafür da, dass ihr es ausprobieren könnt. Und das könnt ihr jetzt machen. Dazu haben wir die Idee, einen Event zu machen. Und zwar haben wir ganz, ganz viele Fragen zum Thema Lastenrad. Wir haben ganz, ganz viele Fragen zum Thema Förderung in der Stadt München. Und da gibt es jetzt 2 Ideen. Einmal ein Lastenrad-Event zu machen, wo wir das Ding uns gemeinsam anschauen. Und es gibt die Idee, ein Online-Webinar zu machen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr gut findet, was ihr gerne sehen würdet, was euch interessiert, was für Fragen ihr auch zum Thema Lastenrad oder speziell zu diesem Rad habt. Haut rein. Ja. Dann gehen wir weiter zum nächsten Highlight. Hätte mir jemand vor 2 Jahren gesagt, dass wir mal sowas bei uns stehen haben, hätte ich mich ausgelacht. Aber es ist da. Ein Riese Müller Supercharger. Super, warum? Vielleicht, weil es super gut ausschaut, aber Geschmack ist ja im Auge des Betrachters. Nein, es hat 2 Akkus. Wir werden natürlich genauso wie zum Load auch zum Supercharger genauere Videos machen, aber letztes Mal ist es gekommen mit Kiox-Display, mit Kettenschaltung, mit der Magura-Bremse und der neuen Bosch CX-Motor. Hier jetzt hat ein Supercharger von Riese Müller. Genauso wie das Nevo, was gekommen ist, oder auch hier das Nevo GX mit den Cross-Stollenreifen. Könnt ihr jederzeit gerne ausprobieren. Hier haben wir noch ein, in Anführungszeichen, altes Genoa. Ja, das bleibt ja unverändert. Es kommt ein Genoa CX raus. Uni, das wird auch nächste Woche als Video kommen. Wir haben schon ein Video dazu gemacht. Aber wir haben jetzt auch eins in Thalkirchen stehen. Und auch hier, schauen wir uns gleich an, in der Herrenversion. Genau, für den einen oder anderen, der auf der Suche nach einem Schnäppchen ist, Winterzeit, schwarze Freitagzeit, ja, sollte uns auch nächste Zeit beobachten, denn der schwarze Freitag kommt ja bald und wer uns schon länger kennt, weiß, dass wir vorab schon was gemacht haben. Ja? Und dazu werden wir diesen kompletten Bereich freiräumen. Also alle Münchner
könnt ihr uns gerne nächste Woche besuchen kommen, denn hier werden die ein oder anderen Schnäppchen für euch stehen. Also Fahrräder, die Testräder waren, Vorführräder waren, mit der ein oder anderen Benutzungsspuren, ja, die ihr dann für sehr, sehr wenig Geld bekommen könnt. Da können wir ein paar Beispiele machen. Also zum Beispiel haben wir hier ein Stevens A11 mit einer 11-Gang Automatikschaltung. Also man kann es auch automatisch nennen, auf jeden Fall elektronisch. E11, Entschuldigung. Dann haben wir hier zum Beispiel nochmal Stevens Crossrad E6X wird auch da vorne stehen. Dann hier das E-Scope wird vorne stehen. Das sind alles, ihr seht, das sind leicht benutzt, aber jedes Fahrrad wird auf jeden Fall nochmal komplett überarbeitet, gecheckt, dass ihr nur perfekte Fahrräder hier habt. Und der Preis wird für unsere Verhältnisse sehr krass sein. Aber ihr habt trotzdem ganz normale Fahrräder und werden wir auch sicherstellen, dass ihr nur das richtige Fahrrad bekommt. Hier ist auch nochmal ein Beispiel von Simplon, das E-Steamer Alu. Da kommt ja, das wird mehr oder weniger ersetzt vom Repcom P-Max. Ja, das heißt, das Modell gibt es in dieser Form nicht mehr und deswegen werden die auch auf diese Schnäppchenrampe kommen und dann habt ihr die Möglichkeit, die zu kaufen. Ja? Also beobachtet uns ein bisschen, dann werden die Infos kommen. Für all diejenigen, die aus München kommen oder die nicht mehr warten können, gerne anrufen, gerne Termin ausmachen, online, offline, nutzt die Möglichkeiten und dann seid ihr schneller als die anderen. So, dann schauen wir noch weiter, schaut der Basti, die Kamera noch halten kann. Geht. In die unaufgeräumte Werkstatt. Hier jetzt auch mit den elektronischen Ständern. Das ist das Stevens E-Podoy, ein Testrad, was wir bekommen haben. Da war mal eine Bank. Dazu werden in den nächsten Tagen ein paar Videos rauskommen. Zum neuen Bosch CX-Motor wird ein bisschen was da sein. Dann der neue Smart Hub haben wir ausprobiert. Und das E-Podoy selber natürlich auch. Ich bin nur noch geflasht vom Umfallen. Das geht heute zurück, ne? Ja. Genau. Und, aber die Videos kommen in den nächsten Tagen, Wochen. So, eins wollte ich euch noch zeigen. Und zwar ist das hier das neue Chinoa CX Herren. Ja. Also Carbon mit integriertem Akku mit dem neuen CX-Motor von Bosch. Das ist jetzt auch neu gekommen, das ist schon verkauft, mehrere verkauft. Dazu wird aber werden auch noch Videos kommen. Ja. Und wir haben auch schon in Thalkirchen das erste Uni stehen, also mit Tiefeinstiegsrahmen. Und auch die ersten Räder werden kommen zum Ausprobieren, zum Fahren. Also die neuen Modelle 2020 sind schon in den Startlöchern. Und für all diejenigen, die nächstes Jahr sicher sein wollen, dass sie im Frühling loslegen können und nicht irgendwie noch mal 1, 2, 3 Monate auf ihr neues Fahrrad warten wollen, da mein Tipp an dieser Stelle, kümmert euch jetzt um eure neuen E-Bikes für 2020. Hört sich verkäuferisch, fahrradhändlermäßig an, aber es ist einfach so, dass wir lange Lieferzeiten haben, umso begehrter ein Modell, umso längere Lieferzeiten. Deswegen kümmert euch jetzt im Winter darum, damit ihr nächstes Jahr im Frühjahr sicher sein könnt, dass es funktioniert. Beispiel, letztes Jahr haben wir im Februar, März Bestellungen gehabt, die erst im Juli, August kamen. Ja? Und dann ist der Sommer eigentlich schon fast vorbei und es wäre natürlich doof, wenn es euch auch passiert. Genau, das waren jetzt mal ein paar Inputs zum Laden aus dem aktuellen Geschehen. Ich sage nochmal vielen Dank für die zahlreichen Kommentare, für die Interaktion, für die ganzen Tipps und Tricks, die ihr uns per E-Mail geschickt habt. Macht einfach weiter so. Ja? Wenn ihr uns helfen wollt, teilt unsere Message nach draußen, teilt die Kommentare, die Videos. Abonniert natürlich gerne, wenn ihr bisher noch kein Abonnent seid. Das wäre für uns so das Allerbeste, weil wir einfach dann sehen können, dass die Inhalte gut ankommen. Und ansonsten genauso weitermachen wie bisher. Wir machen es auf jeden Fall, beziehungsweise wir geben jetzt noch mehr Gas, denn Basti und ich waren ja eine Woche bei YouTube und wir haben sehr, sehr, sehr viel Input bekommen dort. Und ihr werdet vielleicht in den nächsten Videos sehen, was wir jetzt ein bisschen anders machen. Ja? Und da könnt ihr gerne mal drauf achten, was anderes kommt und auch gerne die Kommentare reinschreiben. Ja, wir sind bereit. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin, viel Spaß. Ciao.